Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute haben wir ein Video zu dem Thema Automatikgetriebe. Bei diesem Fahrzeug wurde ein Getriebeölwechsel bzw. eine Spülung durchgeführt und danach hat das Getriebe angefangen schlechter zu schalten als vorher. Und über dieses Thema werden wir in dem Video sprechen. Das Fahrzeug hat knapp 100.000 Kilometer gelaufen und ist 11 Jahre alt. Natürlich muss man immer, bevor man was macht, sich den Zustand des Getriebes anschauen. Denn es kann natürlich sein, dass so ein Fahrzeug viel Langstrecke fährt, viel Autobahn, dann hat das Getriebe natürlich wenig zu tun, denn es schaltet einen Gang hoch und ist in einem Gang. Ist so ein Fahrzeug natürlich viel Kurzstrecke unterwegs, haben wir bei dem Fahrzeug natürlich einen anderen Verschleiß. Deswegen kann man nicht bei allen Fahrzeugen, bei allen Zuständen, bei allen Verschleißen immer nur die gleiche Wartung machen, das heißt eine Spülung oder ein Ölwechsel, denn das ist nicht immer die perfekte Maßnahme. Das wurde hier gemacht, ohne sich die Adaptionswerte des Getriebes anzugucken. Denn anhand dieser Adaptionswerte kann man sehen, wie ist der Zustand von meinem Getriebe und was ist die richtige Maßnahme. Und hier hat man leider das Ergebnis, dass der Kunde viel Geld bezahlt hat für eine Spülung. Und auch wenn die Spülung vernünftig gemacht wurde, mit originalem Öl, mit originalem Filter, kann es trotzdem die falsche Maßnahme sein und man ein schlechteres Schaltverhalten haben. Hier sieht man zum Beispiel die Adaptionswerte von dem Automatikgetriebe. Das Gute anhand der Werte, man sieht sowohl die Werte der Hochschaltung als auch die Werte der Runterschaltung. Und wir haben hier einmal eine Füllzeit und einen Fülldruck. Der Fülldruck sagt uns, wie viel mehr Druck muss ein Getriebe ausüben, um den Gang zu schalten, und die Schnellzeit sagt uns, wie lange dauert das Ganze. Allgemein kann man das so sagen, je näher die Werte bei der Null sind, desto besser ist der Zustand des Getriebes, denn ein neues Getriebe hat die Werte von Null. Das Problem ist, wenn man die Adaptionswerte zurücksetzt, aus Versehen zum Beispiel, kriegt man diese Werte nie wieder zurück. Das heißt, es kann auch sein, dass wenn man die Werte zurücksetzt, dass das Getriebe für immer schlechter schaltet. Deswegen muss man da vorsichtig sein. Ich werde euch jetzt einmal zeigen, was wichtig ist für euch zu wissen. Also das heißt, woher, warum passiert das, dass das Getriebe einfach schlechter schaltet, als es vorher geschaltet hat. Das Getriebe ist eigentlich relativ einfach aufgebaut. Wir haben eine, ich kann euch einmal hier vielleicht zeigen, dann ist das so einfacher zu erklären. Wir haben hier zum Beispiel ein Automatikgetriebe. Ne? Die Automatikgetriebe mit Wandler sind alle sehr einfach aufgebaut. Das heißt, wir haben hier einen Wandler, der sitzt zwischen Motor und Getriebe. Wir haben das Getriebe. In dem Getriebe haben wir Kupplungen. So sehen die aus. Die sind in einem Behälter. Das heißt, je nachdem, was ihr für ein Getriebe habt, habt ihr in der Regel 5 Kupplungen. Und die Kupplungen sorgen dafür, dass das Getriebe, dass die Kraft übertragen wird. Hier sieht man zum Beispiel die Mechatronik. Die Mechatronik sitzt im Getriebe selber. Hier ist die Mechatronik zum Beispiel zusammengebaut und wir werden uns gleich die Mechatronik angucken, wenn die zerlegt ist. So. Das heißt, die Mechatronik sorgt dafür, mit einem Steuergerät, dass das Getriebe halt überhaupt schaltet. Das ist das Steuergerät der Mechatronik. Das haben wir eben jetzt komplett zusammengebaut gesehen. Das ist der Ölfilter des Automatikgetriebes und hier ist die Mechatronik zerlegt. Das ist eine Mechatronik von einem Getriebe, was vor kurzem eine Getriebespülung gemacht hat. Und hier sieht man auch, warum eine Getriebespülung nicht immer die richtige Maßnahme ist. Denn natürlich kann man das Getriebe spülen, auch wenn man das mit viel Öl spült, mit originalem Öl, mit einer originalen Ölwanne inklusive Filter verwendet. Kann es trotzdem sein, was auch hier der Fall ist, dass dieser ganze Lamellenabrieb im Getriebe, das heißt, den kann man hier sehen, dieses ganze Schwarze, was man hier sehen kann, dieses ganze Schwarze ist alles Lamellenabrieb. Das sieht man auch hier ziemlich gut auf dem Filter. Dieser ganze Staub, dieser Lamellenabrieb, der ist nicht magnetisch und der ist in der Mechatronik drinne. Wenn man die Mechatronik zerlegt, dann sieht die so aus. Wenn ihr detaillierter das alles erfahren möchtet, wie das genau funktioniert, ist in der Beschreibung, gibt es separate Videos zum Thema Mechatronik und. Dann könnt ihr euch die angucken. Ich gehe in diesem Video einmal grob drauf ein, damit das einfach nicht zu theoretisch wird. Das heißt, stellen wir vor, wir machen bei dem Getriebe eine Spülung an sich, ne? Und wir machen die Spülung zu spät. Dann haben wir das Problem, dass nach der Spülung oder nach einem Ölwechsel das Getriebe schlechter schaltet als vorher. Warum ist das so? Ganz einfach. Wir haben in der Mechatronik ganz viele Kolben
und die sich hin und her bewegen. Hier kann man die zum Beispiel sehen. Hier ist zum Beispiel im Gehäuse ist ein Kolben, der bewegt sich hin und her mit einer Feder. Hier genauso, überall. Ne? So. Und der Lamellenabrieb, der kommt in die Mechatronik. Den kann man hier zum Beispiel sehen, dieses ganze Schwarze. Der kommt aber dann nicht raus. Ihr könnt Tag und Nacht spülen, der ganze Dreck, der sich hier sozusagen abgelagert hat, der kommt da nicht raus. Denn auch wenn man zum Beispiel spülen würde und auch die Gänge durchschalten, wird ja nicht jeder, sozusagen jede Fahrsituation, was das Getriebe kann, 6., 7., 5. Gang, wird ja bei einer Getriebespülung nicht simuliert werden können. Unabhängig davon kann man auch, egal wie man spült, diesen ganzen Lamellenabrieb hier nicht rausspülen. Und dann passiert Folgendes, dass der Lamellenabrieb, der zum Beispiel in diesem Bereich war, ne, verlagert sich in diesen Bereich. Und dadurch fängt das Getriebe an, komisch zu schalten. So, und daher ist das auch keine große Überraschung, dass bei bestimmten Altern oder bestimmten Laufleistungen einfach die Spülung nicht die richtige Maßnahme ist. Die richtige Maßnahme wäre, sich die Adaptionswerte anzugucken, schauen, wie die Werte sind und dann zum Beispiel die Mechatronik auszubauen, die Dichtungen zwischen Mechatronik und Getriebe zu tauschen, denn die Dichtungen, die verschleißen auch natürlich nach 10 oder 11 Jahren, weil die sind aus Gummi. Dann die Mechatronik zu zerlegen, so wie wir hier das zum Beispiel sehen und sie zu reinigen. Das heißt, man reinigt die Dichtplatte, dass der ganze Dreck hier erstmal weg ist von beiden Seiten und man reinigt auch die Mechatronik, weil guckt euch mal an, sogar das Öl ist ja noch sauber. Es ist sauberes Öl, was da in der Mechatronik ist, ne? Das ist alles sauber. Aber auch wenn das Öl sauber ist, kriegt man trotzdem diesen ganzen Dreck nicht hier weg. Ne? So, dann kann man sich im Endeffekt, hat man viel Geld bezahlt, vernünftige Teile verwendet, ne? Und ist trotzdem unzufrieden. Deswegen für euch das Video zur Sensibilisierung, dass ihr einfach versteht, nicht ein Ölwechsel oder eine Spülung ist immer die richtige Maßnahme fürs Getriebe, denn ein Ölwechsel oder eine Spülung sollte man alle 4-5 Jahre 60.000 bis 80.000 machen. Wenn man natürlich nach 10 Jahren auf die Idee kommt, erst aktiv zu werden oder halt bei einer höheren Laufleistung, dann muss man verstehen, das ist das, was wir halt täglich ja, erleben oder täglich einfach Kunden, die uns anrufen und sagen, ja, ich wollte meinem Getriebe was Gutes tun und jetzt schaltet es schlecht. Was kann man jetzt machen? Ja, jetzt kann man halt nicht unbedingt was machen. Es kann sein, wenn man dann im Nachhinein das alles zerlegt und reinigt und so weiter, dass man das Getriebe halt trotzdem retten kann, ne, und den Komfort sozusagen wiederherstellen kann. Es kann aber auch sein, wenn man die Wartung zu spät macht, dass man mit diesen ganzen Komforteinbußen, mit dem schlechten Schaltverhalten leben muss. Deswegen muss man da auch vorsichtig sein. Wenn man so eine Mechatronik zerlegt und reinigt, ist das wichtig, dass man die dabei auf Kompression prüft. Das funktioniert über einen Unterdrucktest, genauso wie man bei dem Motor die Kompression prüft. Genauso kann man auch im Getriebe die Kompression prüfen, das heißt, beziehungsweise in der Mechatronik. Denn wir prüfen das Druckverhältnis zwischen Gehäuse und den Kolben. Man kann hier zum Beispiel sehen, wir sollten immer Werte von 18 haben. Also es gibt Videos, wo wir auch erklären, wie wir das reparieren, wie wir das instand setzen, aber nur einfach ein kurzer Ausblick. Wir sollten Werte von 18 haben, hier haben wir Werte von 21. Das heißt, diese Mechatronik ist heil. Die gleiche Mechatronik-Hälfte prüfen wir genauso. Ihr seht, ihr habt Werte hier von ungefähr 7 oder 6. Das heißt, hier haben wir einen metallischen Verschleiß. In so einem Fall reicht es natürlich nicht, die Mechatronik zu reinigen und alles zu spülen. In so einem Fall muss man die Mechatronik reparieren, denn ihr habt da einen Druckverlust und der Druckverlust wird zu einem Getriebeschaden führen. Wenn ihr Fragen habt, Erfahrungen gesammelt in dem Bereich, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich werde die mir angucken und auch beantworten. Teilt gerne das Video, damit auch andere Mercedes-Besitzer oder BMW-Besitzer wissen, was es so für Möglichkeiten gibt. Und hinterlasst gerne ein Like und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.